Hallo ihr Lieben, ich habe einen kleinen Haul für euch. Mal wieder Überraschung. Und zwar war ich heute mit meiner Schwester unterwegs. Seitdem die hier ist, gehe ich schrecklich viel einkaufen. Also eigentlich ist sie schuld daran. Wie ihr sehen könnt, ich habe meinen Ansatz gerade nachgefärbt. Und da ist noch nicht so viel Toner drauf, deshalb sieht das so schrecklich orange aus. Und ja, ich trage es deshalb im Zopf, damit es nicht ganz so auffällt. Ich freue mich schon drauf, wenn es wieder so ein bisschen Ansatz hat. Ich finde, ich sehe immer so ein bisschen doof aus, wenn das so direkt am Kopf so blond anfängt. Das sieht so albino-mäßig aus. Dann habe ich heute auch noch vergessen, mir die Augenbrauen zu machen. Und ja, ich komme gerade von einem, oh Gott, 8-stündigen Unterwegstrip, weil ich meine Oma mit meiner Schwester besuchen war. Und ja, danach waren wir halt noch shoppen. Eigentlich wollte sie sich eine Jacke kaufen. Sie hat aber keine gefunden. Ja, und so. Wir waren auf jeden Fall im H&M. Ich fange einfach mal mit den Klamotten an. Wir waren im H&M und ich wollte mir eigentlich so eine Strickjacke kaufen und habe irgendwie nicht so richtig gefunden, was ich gesucht habe, was mich ein bisschen geärgert hat. Habe aber eine andere gefunden und auch noch ein paar andere Sachen. Zuerst habe ich mir diesen braunen Gürtel gekauft. Das ist die Kunstlederversion. Es gibt nämlich auch noch einen mit Echtleder. Der hier hat 7,95 gekostet. Ich habe nämlich ein paar braune so Brogues, so Stiefeletten. Und ich habe aber nur schwarze Gürtel und ich dachte, ich brauche einen braunen Gürtel, den ich dann dazu tragen kann, weil das irgendwie, trage ich diese Brogues dann immer mit dem schwarzen Gürtel und denke, irgendwie sieht das ganz schön blöd aus. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine schöne braune Handtasche und dann habe ich irgendwie ein ganz cooles Outfit. Wenn denn, ja, ich muss die eigentlich mal zum Schuster bringen, aber ja. Dann habe ich noch was gekauft, was normalerweise auf YouTube niemand in die Kamera hält und ich verstehe nicht warum, denn wir tragen alle Unterwäsche. Und es ist jetzt ja nicht irgendwelche Reizwäsche, die ich gekauft habe, aber momentan gibt es an der Kasse bei H&M diese nahtlosen Hipster. Das ist einmal so eins mit so einem Blümchenprint, das fand ich wunderschön und dann ist da noch ein zweites in so Bordeaux bei. Das ist ein Zweierpack, die kosten 9,95, das ist nicht, also nicht wirklich günstig, aber ich fand das so, so schön und ich habe sowieso nur so, also ich habe zwei so nahtlose, aber die haben einen anderen Schnitt und die rutschen mir dann immer in die Po-Falte. Und das ist ganz schön unangenehm. Und das ist halt so ein Hipster-Schnitt und das wollte ich mal ausprobieren. Ja, weil ich trage halt immer Hipster und das ist dann unter so engen so Pencil-Skirts, so aus Stretch-Jersey, immer ein bisschen schwierig, weil man halt diese Schlüpper dann durchsieht. Und ja, ich weiß nicht, warum immer alle so tun, als würden sie keine Unterwäsche tragen und als wären Schlüpper irgendwie total das Tabuthema. Das finde ich nämlich eigentlich nicht. Ich finde Unterwäsche total toll und was, was man unbedingt kaufen sollte und was, woran man Spaß haben sollte und ja. Dann habe ich noch was gekauft. Nein, das ist nicht diese Katze. Was eigentlich der Grund dafür ist, dass ich diese Schlüpper gekauft habe und zwar eine ganz normale schwarze Leggings. Das ist eine von eine Basic Leggings einfach. Ich habe eine M gekauft, die kostet 9,95 €, weil ich habe momentan nicht so wirklich einfach eine schlechte schwarze Leggings aus einem guten Material. Die hat halt einen relativ festen Stoff, was ich ziemlich cool finde, weil das heißt, dass sie wahrscheinlich länger als nur diesen Winter durchhalten wird. Und ich trage die halt auch echt gerne mal mit so einem Oversize-Shirt oder einfach nur mit so einem schlabberigen Schluppeljäckchen drüber. Und dann ist natürlich auch so ein nahtloser Schlüpfer nicht das Schlechteste darunter, ne? Möchte ich mal meinen. Genau, und das Letzte, was ich dann gekauft habe, eigentlich wollte ich nur das kaufen. Also eigentlich hatte ich nur die Leggings und den Gürtel und dann habe ich an der Kasse noch die Schlüpper entdeckt. Und eigentlich wollte ich nur das kaufen und dann meinte meine Schwester, ja, aber ich hatte ungefähr 3 Strickjacken anprobiert. Da hinten gab es noch so eine, die ist so asymmetrisch geschnitten, aber ich weiß nicht. Ich so, ja, sofort her anprobieren. Asymmetrisch, super. Asymmetrisch sieht bei mir immer gut aus, so vorne kurz, hinten lang. Und dann haben wir dieses Schätzchen aufgetan. Es ist auch nicht schwarz. Ich bin total stolz auf mich, sondern dunkelgrau. Und das ist halt, die fällt so ganz weit. Ich versuche das irgendwie zu beschreiben. Also hier ist der Ärmel. Und dann geht hier vorne. Seht ihr das? Das ist der Zipfel von vorne und der hängt dann hier so runter. Auf der anderen Seite auch. Und wenn ich die jetzt mal umdrehe, oh Gott, ich glaube, man sieht das überhaupt nicht. So ist die halt von hinten. Ich glaube, jetzt erkennt man es einigermaßen, ne? Also, das ist jetzt vorne, wo ich hier vorgucke. Was total den Vorteil hat, weil das irgendwie für meine Figur total schmeichelt ist, denn das zaubert meine Hüfte so ganz schlank. Also, wenn ihr irgendwie eine breite Hüfte habt,
oder irgendwie relativ kräftige Oberschenkel, kann ich euch die nur empfehlen. Die ist ganz normal von H&M Divided und kostet 14,95 €. Ich habe eine L genommen und die ist bei mir auch sehr, sehr, sehr leger. Ja, und die macht einen halt sehr, sehr, sehr schlank. Und das finde ich sehr, 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 sehr toll. Sie ist jetzt nicht super duper warm, man kann sie auch nicht schließen. Es ist halt nur so ein Überdingsi, also man muss dann auch einen Mantel oder sowas dann drüber ziehen, wenn es wirklich kalt ist. Aber ich mag sowas halt super gerne, einfach nur so zum drüber ziehen. Und jetzt muss ich niesen. Dankeschön. So, dann bin ich zum DM, denn ich wollte mir einen dunklen Lip Liner kaufen für meine bordeauxfarbenen Lippenstifte. Ich muss nochmal niesen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht 20 Mal so. Ich kann das nämlich 20 Mal am Stück niesen. Und ja, ich habe tatsächlich auch einen bordeauxfarbenen Lip Liner gefunden. Und zwar ist das der Perfect Color Lip Liner in der Farbe 050 Glamour Diva von P2. Der sieht so aus. Der hat so eine ganz normale, so eine Spitze. Und oh Gott, meine Fingernägel sehen schon wieder so total busted aus. Ich kann den ja gerade mal, wie swatche ich das am intelligentesten? Hier. So, seht ihr das? Das ist so ein... Sieht in der Kamera bräunlicher aus, ist halt so ein Bärenton, sehr, sehr schön. Und er hat auf der Rückseite sogar noch so ein Pinsel-Ding, keine Ahnung, wofür das sein soll. Steht das hier drauf? Nein. Er ist wasserfest. Steht zumindest in der Englisch, ach nee, doch, ja, wasserfest. Wasserfest ist gut. Spucke ist Wasser, richtig? Ja. So. Dann habt ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos regelmäßig guckt, schon mal gehört, dass ich auf der ewig währenden Suche nach dem perfekten Nude-Lippenstift bin und ihn bisher nicht gefunden habe. Heute habe ich zwei Kandidaten entdeckt, von denen einer auf jeden Fall ein sehr guter Anwärter dafür ist. Ich werde euch die jetzt zeigen. Und was ist eigentlich mit meinen Augen? Okay, ich habe einfach nur mörderische Augenringe. Ich dachte irgendwie... Im Display sieht es so aus, als wäre meine Mascara ungefähr hier runtergelaufen, aber gut. Und zwar ist das einmal von P2, einer von diesen Sheer Glam Lippenstiften, die ich ja erstaunlicherweise gut finde. Ich habe ja schon eine andere Farbe davon. Ich habe jetzt hier die Farbe 71, Mona Lisa Smile. Das ist so. Sehr, sehr schön. Ich bin ja jemand, meine Lippenfarbe ist relativ rötlich von Natur aus. So ein orange-stichiges Rot, nicht bräunlich, auch nicht rosafarben, so, sondern so ein, ja, ihr seht ja, wie meine Lippen aussehen. Ja, der ist sehr toll. Diese Sheer Glam Lippenstifte sind natürlich mega glossy und schmierig und sowas, deshalb ist der jetzt nichts, wenn man irgendwie möchte, dass das länger drauf bleibt. Der steht auch mit Sicherheit irgendwie kein Essen durch, den muss man dann neu auftragen. Aber ich finde den halt sehr angenehm, weil er eine sehr dezente, schöne Farbabgabe hat und deshalb einfach super natürlich aussieht. Und dann habe ich noch was... Also, die Fanny Pilgrim ist schuld, denn die hat so von diesen blöden, oh Gott, meine Nase, es tut mir leid, die hat so von diesen Maybelline Lippenstiften geschwärmt. Ich habe jetzt einen von den Color Sensational Lipsticks gekauft und zwar ist das die Farbe 625 Iced Caramel. Und der sieht halt in der Packung sehr braun aus und ich muss noch ganz viele von diesen pinken kaufen, weil die dann von außen so schön aussehen. Aber der ist halt so. Und den trage ich zum Beispiel auch gerade. Und den finde ich sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Ich habe das Gefühl, er hält sehr gut. Der Nachteil an denen ist halt, also der P2 Lippenstift kostet 1,99 €, wenn ich mich recht erinnere. Die hier kosten beim DM 7 noch was. Ich glaube, er kostet fast 8 €. Also sind auf jeden Fall echt extrem teuer. Und ich habe, glaube ich, noch nie mehr so einen teuren Lippenstift gekauft. Und wollte das einfach mal gucken, ob der wirklich jetzt... den Erwartungen gerecht wird. Ich habe ihn jetzt erstmal aufgetragen und finde ihn sehr, sehr angenehm. Mal gucken, wie lange er denn hält. Ja, den finde ich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz toll und glaube vielleicht, dass ich damit dann irgendwann den perfekten Nude-Lippenstift gefunden habe. Vielleicht. Mal gucken, hoffentlich. Warum sind eigentlich schon wieder 9 Minuten um? Was tue ich eigentlich 9 Minuten lang in diesem Video? Ich habe euch doch überhaupt nichts gezeigt. Es tut mir echt leid. Und dann habe ich noch was mitgenommen aus dem DM und zwar ist das Balea Duschpeeling in Buttermilch und Limone. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Cornetto Buttermilk kennt. Das riecht so. Ich liebe Cornetto Buttermilk. Ich liebe auch Buttermilch mit Zitronengeschmack.
ich musste das kaufen. Das hat 65 Cent gekostet. Oder waren es 85? Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall irgendwie ganz wenig gekostet. Und deshalb musste ich es kaufen, weil es so gut gerochen hat. Meine Schwester habe ich übrigens zu diesem Alverde Duschpeeling mit Kokos und ich weiß nicht, was da noch drin ist. Kokos und irgendwas anderes, was geil ist, da habe ich sie mit angefixt. Das hat sie sich jetzt gekauft. So. Dann habe ich noch einmal den neuen, einmal neu hier Dingsy Balea Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up gekauft. Und das war es eigentlich beim DM. Dann sind wir zum Rossmann gegangen, weil ich da Putzmittel gekauft habe. Und da kostet übrigens die Rocket tatsächlich nur 6 Euro noch was. Ich war total baff, weil im DM kostet sie einfach 9 Euro noch was. Wie kann das sein? Jedenfalls habe ich mir da jetzt auch noch von Rival de Loup die große Größe von dem ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up gekauft und werde einen Direktvergleich zwischen den beiden machen, weil mich das sehr interessiert. Dann habe ich in der kleinen Größen-Grabbelkiste noch zwei Packen von diesen 3-in-1 milde Reinigungstücher von Rival de Loup eingepackt. Einmal mit Kiwi Litchi, keine Ahnung, und einmal die normalen mit Hydro. Oh Gott, die Sonne macht gerade total Party, es tut mir leid, es ist jetzt so gelb hier. Ja, einfach weil es ganz praktisch ist, die so da zu haben. Und die haben 55 Cent gekostet. Dann waren wir noch im Body Shop ganz kurz. Eigentlich wollte ich da halt nur was Kleines kaufen. Habe ich auch, nämlich einmal das Tea Tree Skin Clearing Face Wash. Facial Wash. Das heißt, das ist einfach so ein Gesichtsreiniger mit Teebaumöl. Das habe ich für meinen Freund gekauft. Weil der hat irgendwie immer, wenn das Wetter umschwingt, so ein bisschen Probleme mit so unreiner Haut. Vor allem am Bart. Und deshalb habe ich ihm diese Reisegröße gekauft, so zum Ausprobieren mal, ob das vielleicht das richtige Produkt ist. Ich mag die Teebaumprodukte vom Body Shop sehr gerne, aber einfach schlichtweg keinen Bedarf an ihnen, weil ich habe halt kaum Pickel. Und dann musste ich noch was mitnehmen, denn ich liebe, liebe, liebe ja diese Grapefruit-Reihe vom Body Shop und habe gesehen, dass es davon auch einen Lip Butter gibt. Die war relativ teuer, die hat 5,50 gekostet, aber oh Gott, sie riecht so gut. Es riecht einfach so geil nach Grapefruit und zwar auch nicht so mega künstlich. Ich werde mir auch wahrscheinlich dieses Duschgel noch kaufen müssen und davon gibt es ja auch noch ein Peeling und eine Body Butter, die ich aber nicht so geil finde, aber eine Body Lotion noch und dann gibt es davon auch noch ein Fragrance, also ein Eau de Toilette oder sowas. Und ja, Body Shop, was macht ihr denn? Ich mag doch eigentlich nicht mal Zitrusgerüche, aber dieses Grapefruit-Zeug macht mich wahnsinnig, das ist total geil. So. Okay, dann war es das, glaube ich, jetzt mit meinem Haul. Wenn ihr wie immer Fragen zu den Produkten habt, könnt ihr mir die gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten war es das eigentlich. Dann danke ich euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.